Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, was das neue Skin Package sein wird. Die Prime Skin Collection läuft ja morgen ab und dann wird es ein neues Skin Package geben. Die neuen Skins wurden bereits geleakt und wir schauen uns mal an, was das sein wird. Wenn ihr weitere Leaks-Videos haben wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und einen Kommentar. Und bevor wir zu lange rumquatschen, würde ich sagen, fangen wir besser an. Also die neue Skin Collection wird für die Waffen, die Guardian, die Stinger wird es auch einen Skin geben, für die Marshall wird es einen Skin geben und für die Ghost wird es auch einen Skin geben. Und, wie wir es schon kennen aus der letzten Skin Collection, wird es auch wieder einen Knife geben und das finde ich hier sehr, sehr interessant, weil, naja, letztes Mal gab es die Axt und da dachte man sich, okay, was soll es jetzt noch krasseres als eine Axt geben? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es krasser ist, aber es kann auf jeden Fall mithalten. Wir haben jetzt so eine Machete oder sowas, wir haben auf jeden Fall kein normales Knife, wie man so, kein Buttermesser, sondern hier so ein richtig fettes Ding, was man vermutlich auch wieder aufrüsten kann, mit diesen Radianitpunkten, dass es halt dann so leuchtet und funkelt. Ich werde euch im Hintergrund erstmal ein paar Videos einblenden, wie das dann in-game aussehen wird. Und man hat vier verschiedene Farben zur Auswahl. Man hat einmal dieses Goldweiße, man hat so Schwarz-Weißes, dieses, boah, ganz schwer zu sagen, Schwarz-Grün-Lila, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann nochmal ein Grün-Gold. Sehr interessante Farben, finde ich. Mir gefällt persönlich dieses Grün-Schwarz-Lila sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich ehrlich gesagt nur ein bisschen stört, ist so die Waffenauswahl mal wieder. Also ich würde mir auf gar keinen Fall das ganze Skin-Package kaufen. Das letzte Skin-Package, also dieses Prime-Skin-Ding, hat ja um die 71 Euro gekostet. Was unglaublich teuer ist in meinen Augen. Ich schätze mal, das neue wird sich jetzt auch so in dem Preisspektrum widerspiegeln. Von daher, wenn, dann würde ich mir einzelne Skins kaufen, nicht alle, weil, keine Ahnung, Stinger spiele ich nicht, für die Guardian brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt zwingend einen Skin, zumindest nicht für den Preis, Marshall sowieso nicht. Also von daher, leider gibt es wieder keinen Skin für die Phantom, der mir zuspricht, aber ich finde den Ghost Skin sehr, sehr geil und das Knife finde ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr sexy, wo man mal mit dem Gedanken spielen könnte. Aber wie ich es euch gesagt habe, glaubt mir, die Skins werden von Mal zu Mal immer besser und in einem halben Jahr werden wir noch heftigere Sachen haben und von daher wird es wahrscheinlich auch noch in verschiedene Stilrichtungen gehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird ja auch noch ein Cyberpunk-Skin-Theme kommen, also sowas in der Richtung. Also es wird auf jeden Fall, wurde halt auch schon geleakt, es wird auf jeden Fall noch in viele Richtungen, viele Skins werden da auf jeden Fall noch kommen. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich finde die Skins an sich eigentlich ganz schön. Ich werde mir vermutlich trotzdem keine davon kaufen, weil ich einfach noch ein bisschen warten will. Und ich finde, ich will dich jedes Mal reinkaufen, weil dann irgendwann werde ich arm, weil die Skins doch relativ viel kosten. Mich wundert es halt nur, dass es keinen Skin für die Phantom oder die AK gibt, weil das halt so die Waffen sind, die man so am meisten spielt. Aber na gut, das sind die Skins, die wir haben. Weiterhin wurde auch ein Surrender-Icon geleakt. Das heißt, das wird auch in naher Zukunft kommen. Jetzt nicht mit dem Skin-Package, aber in naher Zukunft auch nicht im nächsten Patch wurde schon. Das Geile ist, das wurde geleakt, dass es diesen Surrender-Button bald geben wird. Und dann hat ein Dev drunter geschrieben, von wegen, ja, dauert aber noch eine Sekunde. Von wegen, weil sie da noch ein bisschen was dran arbeiten müssen, um das System auszureifen. Aber es ist auf jeden Fall schon in den Spieldateien drin. Und es wird auf jeden Fall einen Surrender-Button dann vermutlich mit Rank geben. Ebenfalls neben den Skins wurden auch noch so Banner und Sprays geleakt, die können wir uns auch mal kurz anschauen. Wir haben einmal so ein Flügelspray, finde ich sehr, sehr geil, also dieses Flügelspray ist schon sehr, sehr sexy. Und auch noch diese Player Cards, gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr, sehr gut, aber ja, werde ich mir jetzt vermutlich nicht unbedingt kaufen aufgrund des Preises, der wahrscheinlich wieder unendlich hoch sein wird. Aber an sich finde ich es auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Design. Naja. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, schreibt gerne einen Kommentar, was haltet ihr von der Skin-Kollektion, gefällt es euch, werdet ihr euch davon was kaufen? Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!